Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Angezockt. Ich habe das Spiel schon angezockt. Also, versucht anzuzocken, aber da war dann mein Ton wieder kacke bei der Charaktererstellung. Also ich habe so um die 18 Minuten in der Charaktererstellung verbracht und Charaktererstellung und Audio einstellen. Deswegen werden wir jetzt auch ein neues Spiel starten. Einstellung, ich gucke nochmal nach. Musik, ich mache mal die Musik nochmal auf 50, noch ein Stück runter. So, und neues Spiel wollen wir machen. Auf einfach. Weiter. Es ist auch komplett in Englisch, nur mit deutschen Untertiteln. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon. Ja, und da erzählen sie jetzt über diese Kältekammern und so. Kryokammern kennt ja jeder. Was steht so? Kryokapseln sogar. Nicht Kammer, Kapsel. Aber kennt jeder Science-Fiction-Fan eigentlich Kryokapseln? Kryokammer. Kryoraum oder so. Überall woanders. When you go out of this world to the Halcyon Colony. Ich muss meine Brille aussetzen. So. Da können wir jetzt auch loslegen. Da habe ich erst gedacht, dass wir das sind. Ich mach mal schneller. Weil der macht nichts, der guckt nur doof rum. Ich mache hier alles, so wie ich beim ersten Erstellen habe. Ich wollte eigentlich was auf Stärke und was auf Hacken und überall was drauf packen. Aber da ich ja den Nahkampf, den Fernkampf, Geschicklichkeit, alles irgendwie brauche, habe ich gedacht, ich mache alles erstmal eine Stufe besser. Und vielleicht kann man ja im Spiel die Werte dann nochmal verbessern. Dass man sagt, hier, ich mache jetzt zwei dahin, ihn dahin oder so. Das müssen wir dann erst gucken. Ich habe Nahkampf und... How exciting. Nee, Blocken war das nicht. Ausweichen auch nicht. Dialoge. Hacken. Ich hatte, glaube ich, Dialoge mit Überzeugen und so. I'll let you do the talking. Hier habe ich keine Klasse ausgewählt. So, männlich, Gesicht war der dritte. Oder vierte? Nee, dritter. Hautfarbe war Nummer zwei. Augenfarbe war ziemlich weit hinten. Da. Augenbrauen. Nee, das ist nur die Größe und so. Haare. Frisur ist das letzte. Ich find's da eher unpraktisch. Wenn ich mir das so angucke, ich mach mal hier so zum Beispiel, so eine Frisur. Ja, man muss da extra wirklich rumscrollen, man sieht halt die Frisur nicht so, ne doch, im Stream seht das, aber bei mir auf dem Bildschirm ist es, ja komischerweise, Stream ist ein Stück heller. Quatsch, Stream, in der Aufnahme, das sehe ich ja oben. Also bei mir ist es nicht so hell und da sehe ich die Farben von den Frisuren halt eher kontraproduktiv mäßig. Ich muss mal gucken, kann ich jetzt hier irgendwie noch heller machen? Nee. So, und ich habe dann halt mich für das Letztere entschieden. Haarfarbe braucht man nicht. Augenbrauen habe ich hier hinten, welche ihr habt. Die. So mit Muster. Gesichtsbehaarung war auch der letzte. Davor haben wir nämlich diesen hier. Aber ich will den. Weil ich sehe ja nicht ganz so aus wie ein Yeti. Und dann hier hinten irgendwo wartet. Dann, jetzt kommt er ins Rötliche gleich. Hier. Und da will ich halt nur so einen kleinen Rot-Touch haben. Schminke, Dreck. Warum man Dreck sich ins Gesicht schmieren sollte, weiß ich auch nicht. Aber Narben. Habe ich mich für die entschieden. Alter, lasse ich so weiter.
Charakter, ne, Vio. Oh, denn. So, und weiter. Hier könnt ihr dann alles nochmal sehen. Und hier auch nochmal überarbeiten, wenn ihr das überarbeitet haben wollt. Aber ich sag jetzt einfach, ich bin so zufrieden. Ich nehme das so, wie es ist und mal weiter. Looks to be your lucky day, my friend. Dann lassen wir jetzt einfach mal laufen. Please power down your engines and prepare to be... Not likely, bootlickers. Initiate skip jump. Schnellen Energy, wenn die Videosequenz ist. Ah, there you are. Wondering what's going on, eh? Bit of bad news there, I'm afraid. Your colony ship was inexplicably knocked out of skip space and forced to complete its journey at sublight speeds. This means that you and every other colonist on the Hope have been in suspended animation for 70 years, give or take. Normally, reviving someone after so long leads to some quite horrifying results. It's called explosive cell death, but it's really more of a liquefaction. Is something wrong? Oh, yes, well, not to worry. I've pumped your body full of a special concoction I devised to keep you from dying so horrifically. Hopefully at all, but I guess we'll see, yes? Unfortunately, I used the last of my chemical supplies, saving you. I know it's a lot to ask, but I must have your help securing more if we're to save the rest of your fellow colonists. I'd see it done myself, of course, but the board has a sizable bounty on my head. Now, my ship is inoperative, but I've managed to hire a smuggler to help you out. He'll be... Oh, I see we're in position. Good luck! Is this thing working? Ah, there you are. Now, where were we? Oh, yes, the smuggler. His name is Hawthorne, and he should be waiting for you at the landing site. He's to be your chauffeur, so to speak. Not to worry. I'm told he's a specialist. Dashing gunslinger, one-of-a-kind ship, that sort of thing. You'll like him, I'm sure. I've also outfitted you with a simple wireless monitor, so I can track your progress. I'll check in with you as soon as you land. Good luck. All the colonists are counting on you. Tickerchen, mit los. Mit der Liebe. Aber nicht auf die Tastatur, sonst machst du hier wieder out aus oder an oder so. Oder du stellst mir wieder alle auf Englisch um. What in law's name? Is that him? Oh, that idiot. I told him to plant the beacon and move away, not stand there holding it. Oh well, no sense in letting his ship go to waste. So. Hawthorne won't mind you taking his ship. Better you than the board, huh? Not sure I trusted the fellow. Might have gone after the bounty on my head. Shame about the whole squashing thing. Nasty way to go.
Mit L2? Mit L1 mache ich auch irgendwas. Ah, da ist einer. Oder auch nicht. Ach du Scheiße. Dem haben sie die Beine weggefressen. Oder abgeschnitten. Jäschen. Aber das sieht doch. Also für abgeschnitten sieht es ein bisschen. Bisschen zu. Oh. Scheiße. Jetzt aber tief runter. Ah. Ach, für Energie ist das da, gut. Hey, you, come here. Ja, ja, ich komme gleich. You've tried the best now. Also, hat automatisch einen. Try the rest. Spacer's choice. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Hope you don't mind me omitting this little exchange from my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Thanks to you, I might have bled out on my own. Or worse, had to go begging the boss for some Adrena time. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take it. Then my gun misfired. Right through. Just barely scraped by with my life. Gibbering, flesh-eating, law-breaking, unemployed lunatics with guns. Some hull had grounded their spacecraft out in the open. That's a real good way to attract marauders. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo. Here, you can have my saber, too. All spacers' choice. Yes, nailed it that time. Don't. Weitermachen, wollen wir mal gucken, ob man hier irgendwas zum Looten ist. Damage my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the hell? This.
Hecken und Schlösser knacken. Hecken und Schlösser knacken helfen dir am Ort. Wenn eine deine Fertigkeit gut genug ist, ein Schloss Sicherheitsmaßnahmen. Listen erhältst du viele. Je höher deine Fähigkeit, desto weniger Gegenstände werden verbraucht und desto schneller ans Ziel. Okay. Knacken. Wart schon? Ging ja einfach. Das stimmt auch, weil ich noch am Anfang bin. Here before you get yourself killed. Ich will nicht zu dir. Ach so. Vielleicht gehört es ja dazu. Ja, da unten sind die. Das sah doch hier ganz anders aus, eben. Hier! Tja! Oh, scheiße! Hey, scheiße, ich wollte dich doch gar nicht! Tut mir leid! Mensch, das wollte ich doch ja nicht! Wo ist er denn hin, der Typ? Ich wollte den ja nicht. Ich habe aus Versehen nur gedrückt. Ich wollte mit dir reden. Mist. Ja, lösche ich halt alle aus. Wo ist denn der hin? Da müsste eine Leiche liegen irgendwo drinnen. Fehlt einer. Oh.
Waren da drei Gegner oder irgendwelche? Ah, da ist er. Da soll ich rein. Ich will da noch nicht rein. Ich will nur gucken. Ob es hier noch was zum Looten gibt. Da sieht es aus, als wenn Leute da sind. Hier auch. Also wenn er gerade irgendein komisches Geräusch hört, das ist meine Waschmaschine, die steuert gerade. Ach, mich kotzt an, dass ich die Tussi umgebracht habe. Vielleicht hat die was Wichtiges und, oh Mann, die steht ja nicht umsonst da mitten am Wegesrand. Please be informed that this vessel contains no valuable plunder. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. Please return any misappropriated equipment and exit this vessel in an orderly fashion. Failure to do so will result in your immediate destruction. I detect an elevated heart rate, indicating dishonesty. Please prepare yourself for lethal deterrence. Jettison procedures initiated. Disengaging airlocks. Preparing to eject all boarding parties in 5, 4, 3. You are still here. My deception protocols have failed. I have been programmed to express I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your... Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Astutely observed. However, high-capacity power... I have taken the liberty of printing you a new Captain's Identity cartridge. Please try not to lose it this time. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. What can I do? Goodbye. The navigation console is offline at this time, Captain. These surveillance devices allow me to monitor you constantly. Please ignore them. Due to catastrophic power failure, all doors will remain on security lockdown. I suppose everything on the Unreliable belongs to you now, Captain. Help yourself. No, really. The ship's engines cannot be powered until a replacement regulator has been properly installed. If you possess a power regulator, please insert the part into the appropriate slot, which is this one. Ich bin jetzt sozusagen der Captain von dem. Want to be a brand new you? Try out our respecification machine. Alex installed it himself, right before he died. Okay. Mal da wieder an.
I'll be with you, friend. Wer bist du denn? I'm Ernie, from the Spacer's Choice Department of Human Resources. Town sent me hereabouts to... Now, seems to me, and correct me if I'm wrong here, but seems to me they're all dead. Mind telling me what happened here? Accidentally, brutally shot themselves, huh? Unbelievable. Second time this month. Guess I'd better get to cleaning up. Can't just leave company property scattered about, bleeding out on the dirt. Is that an official Spacer's Choice spacecraft on an official Spacer's Choice landing pad? Do I look like an auto mechanical sanitarium? You don't want to amble on over to Edgewater too early. Oh, and be sure to stop by the Edgewater provisioner for a can of salt tuna. It's don't get paid bit. Da lang soll ich. Gibt hier auch noch irgendwie so Autos oder was weiß ich, Reittiere gibt, dass man hier irgendwie schneller irgendwie vorankommt. Ich bin jetzt hier die ganze Zeit am Laufen. So wie es aussieht, könnte ich, egal wo ich herkomme, davon mal abgesehen, könnte ich hier praktisch entweder ein Guter oder ein Böser werden. Oder ein Mischling. Mal gut, mal böse. Und das? Whoa, hey, where'd you come from? Schaufel. What's this about? Worum geht es? Erstmal gemacht, kümmere dich um deinen eigenen Kram. Oh. Weißt du, was das gut ist, mal? Oh. 12 von 15.
Okay. Mal, was denn in der Stadtphase ist. Also sieht schon mal sehr komplex aus, das Spiel. Aber das mit dem Lesen, das geht mir ein bisschen auf den Sack. Viel zu viele Kommentare. Kann man hier einbrechen? They start asking you for some medicine. Come tell me. I'll set them straight. Keep your distance, friend. No place for a traveler. Komischerweise nicht alle durchsuchen. Auswirkungen. Aber kann ich denn, ich habe die eingeschüchtert, kann ich wissen, dass die gleich da irgendwo hinrennt? Die sind jetzt einfach alle hier. Du hast sie gesehen. Du hast auch getötet. Zack, wenn du mich angreifst, hast du Pech gehabt, wirst du ausgeraubt. Gilt und ausgeraubt. Habt ihr jetzt hier Lust? Genug, meine ich. Mann, was ist mit mir? Fehlt mir selbst die Sprache, ey. No, don't do this. So. Ja, zack. Einfach mal die Füße stillhalten und mich nicht angreifen, du Pisser. Egal. You read the latest report? Only the part that said we ain't making our quotas.
What do you think you're doing? Ich nehme jetzt mal überzeugen. Just be careful next time. Nehmen wir das. Ist ja scheiße. Ist ja doof. Killt die mich? Jetzt muss ich aufpassen. Dass ich nicht irgendwie ihn aus Versehen verärger. Wenn ich ihn verärger, kann ich oder abknalle, muss ich zusehen, dass ich keine Zeugen habe. Stand er da in dem Bildschirm? Physical hygiene recapitulates more. So everyone says. I'm calm. You will also report to me. A ship? I don't approve of Vic. You'll find him and. Go ahead. Edgewater has been good to me. I am never wanting for work. Not since I wouldn't call them. What can I do for you? Medizin, ich möchte gerne ein paar Fragen stellen. Go ahead. What can I do for you? Oh? Am I in the company of a fellow doctor? You may think that, but the tidiness of my fellow worker is my responsibility, alive or otherwise. Whether you're showing up. Da steht er wieder. Kriminelle Handlungen haben. Aber der ist selber schuld. Das war einer von denen, die auf mich geschossen haben eben. Und dafür kann ich ja nicht. Wenn er sich da unbedingt beteiligen muss, wenn er mich angreift. If you're falling sick, I don't want you near me. Don't worry. I wouldn't do that. Hier lieber nicht, da sind zu viele drin. Ich geh erstmal dahin, wo wir hin sollen.
Aber immer wenn ich hier was betätige, holt er auch gleichzeitig seine Waffe raus. Also das hätte man vielleicht ein bisschen strategisch besser lösen sollen. The grease monkey Argo. I'm sorry, Mr. Thompson, sir. You asked why it's taking so long to fix. Seems we've got a guest. Really now, Parvati, I do wish you'd spoken up. I do apologize. I was given no forewarning of your arrival, or I might have welcomed you at the gates myself. I'm Reed Thompson, Outpost Administrator. I cannot help but... Yes, so it dawns on me. Seems I allowed my excitement to run away with my... Only regulator we got is hooked up to the town transformer. Mr. Thompson ain't liable to be keen on dismantling it. I beg your pardon. I am most... I can't let you have our power regulator. But I happen to know of another one. Oh, yes. There's a... Go down to the... I was not entirely sure how to tell you this. The botanical lab... The people living in the botanical... Wenn du einfach nur Spiel spielen willst, ist mir das auch gerade zu viel. Ich will einfach noch hier weitermachen. Ey. Okay. We better clear out of Mr. Thompson's office before we talk. Hey, mister, can we talk? Sorry. Can we talk? Können wir reden? Klar können wir reden. Sorry. It's just... Mr. Thompson has his own view on matters. To Mr. Thompson, a person's a gear. Life's hard here. I think you should talk to the town's vicar about it. Max, his name. Thanks, miss. I just think that's what my... Something you need? That's on account of how I never met her. I don't rightly... She... Her contract said any kids she had... It's sensible. Kirche zu sein. Ach, hier ist einer. Yes, what is it? Da sollen wir auch hin. You're an outsider. And Ms. Hope. Just tagging along, Vicar DeSoto. No. I so rarely get new people to talk to. But what? I thought you would talk to him. You wanted to speak to me, Ms. Holcomb? Every time I've tried to engage you in I can't imagine what would be so great. That seems well. Miss Holcomb has a soft heart. Oh, assuming your goal, not if the... One of my retrieval efforts have been... Any progress? Please, because I'm... The order... we will eventually... The few... Some even believe... I would love to... Seriously, though. Also, you look pretty. It's just... Oh, no. Alter, was haben die denn hier für Quatschsequenzen drin, ey? Leg mich doch am Arsch. Hey there, Mary.
Sorry, I can't. In a jiff. Be right there. Das Plakat, das erinnert mich so ein bisschen an Nordkorea. We get freighters in every Sunday noon. Now they only come but once a month. I love them here. Hier sollte ich doch raus, aber hier ist nichts mehr. Die Fähigkeit noch nicht. Also so ist es echt gut gemacht mit Grafik, Sound. Es geht eine Grafikbombe, wollen wir ja nicht abstreiten. Aber so, es macht Spaß. Der Einzige, was mir ein bisschen abfuckt, man kann nur viel machen, also wie man kann hier auch gut und böse sein oder eine Mischung aus gut und böse, aber es fuckt mich halt ab irgendwie, dass das alles in Englisch ist mit deutschen Untertiteln. Wir suchen uns jetzt mal eine schöne Stelle. Ich würde sagen, wir machen hier einen Abschluss für heute. Mal Waffe wegstellen. Aber wo ist denn die Tussi eigentlich, die mit mir mitkommt? Da ist er. Also einen Begleiter habe ich schon. Das ist die hier. Also so, wie gesagt, es ist keine Grafikbombe, aber es macht Spaß. Der Sound ist auch okay. Kein Ruckeln, kein Hacken. Bugs habe ich jetzt auch nicht großartig mitgekriegt. Die Steuerung ist sehr simpel und sehr einfach und geht auch gut von der Hand. Und auch hier kein Zögern oder irgendwas, wie ihr seht. Also so wie ich bewege, dann macht er das auch. Also das ist schon mal nicht schlecht. Das Einzige, was mir wirklich abfuckt, ist halt die ganzen Gesprächssequenzen. Weil hier sind so viele Gesprächssequenzen mit bei. Weiß ich nicht, gefühlt hast du bei einer Stunde spielen, also na, wir haben jetzt fast eine Stunde, haben wir eine halbe Stunde vielleicht Quatschen gemacht. Also so gefühlt. Und das ist für mich zu viel. Also denn deutsches Audio und ein deutsches Sprachpaket drin und dass das denn vorgelesen wird, irgendwas, aber wenn du jetzt tagsüber spielen willst und halt nicht so viel Zeit hast und dann von einer Stunde nur eine halbe Stunde spielen kannst, weil das andere alle Audiosequenzen ist, ist eher suboptimal. Für abends, wenn man genug Zeit hat, ist es optimal. Da kann man entspannen, da kann man was lesen und so was alles. Aber jetzt für tagsüber ist es eher suboptimal. Würde ich jetzt mal so sagen. Ich würde mich jetzt hier auch verabschieden, wenn es euch hier gefreut hat. Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Achso, jetzt. Ah, guck mal, jetzt werde ich so angezeigt. Wenn ich eine Weile nichts mache. Ja, dann lassen wir das mal so drinne. Mit mir? Was habe ich denn da für Schläuche dran? Ne? Achso, das sind die Schläuche. Ich muss mir mal andere Klamotten anziehen. Das sieht ja kacke aus. Aber egal. Wie gesagt, Däumchen wären Träumchen, wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video, wenn er ja, heute Abend wieder COD und morgen Fortnite. Wenn ihr das seht, ist es natürlich schon vorbei. Ich bin dann mal weg. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ahoi. Sagt euer Odin.